Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Heute wieder eine ganz wichtige Übung, Kurzhantel, Schulterdrücken. Wir gucken mal, was wir da beachten müssen. Und als Topathlet haben wir wieder unseren Christian dabei, der uns zeigt, wie man richtig trainiert. Christian, alles okay? Moment, wir müssen noch ein paar Dinge klarstellen. Ich glaube, da gibt es ein bisschen Optimierungsbedarf. Ganz wichtig, Kurzhantel, Schulterdrücken. Vor allem, wenn man noch nicht so lange trainiert und zu Fehler neigt, ist es ganz gut, wenn man sich diesbezüglich hinsetzt. Du kannst dich mal hinsetzen, Christian. Dann hampelt man nämlich nicht so rum. Okay, das ist die erste Position. Dann die zweite, die Kurzhanteln nehmen. Die Sitzposition ist ganz wichtig. Die Beine müssen am Boden sein, nicht nach vorne, nicht zu weit nach hinten, sondern eine schöne Position, dass man Stabilität hat. Du kannst mal die Kurzhanteln in die Hand nehmen. Sehr gut. Dann kannst du schauen, Kopf sollte in Verlängerung der Wirbelsäule sein. Die Ellbogen zeigen leicht nach vorne beim Kurzhantel, Schulter drücken. Und jetzt kannst du mal in die Position gehen. Links, rechts, genau. Man sieht hier, leicht nach vorne gehen. Jetzt kannst du mal gucken, dass auch hier die Verlängerung passt, dass wir hier nicht überstrecken mit dem Handgelenk. Ganz, ganz wichtig, weil sonst macht es irgendwann richtig Aua, wenn man hier zu sehr belastet. Das ist der andere Stressfaktor, deswegen gehen wir hier leicht nach vorne. Du kannst es mal hochdrücken. Genau, nicht komplett hochdrücken, sonst kriegen wir hier wieder Stress in den Ellbogen. Dann auf die Atmung achten, bei Belastung ausatmen. Kannst mal eine Ausführung machen. Genau, ein bisschen weiter nach vorne. Nicht zu weit runter, Leute, sonst gibt es hier auch wieder zu viel Stress auf die Schulter. Schauen, dass die Kurzhanteln nicht unterhalb der Schulter kommt. Genau, schön atmen, Kopf gerade, dann machen wir schon ziemlich viel richtig. Man muss hier oben nicht zusammenstoßen, es reicht eine gute Vorbelastung. Und dann hast du hier die Grundbasics gedeckt. Das heißt, wir trainieren hier die seitliche und natürlich auch die vordere Schulter optimal, um hier schöne Kugeln zu kriegen. Und das sind die Grundbasics, die man bei dieser Übung beachten muss. Kontrollierte Ausführungen, langsam und kontrolliert, um wirklich hier alles richtig zu machen. Ganz wichtig, wenn dir das Ganze gefällt, hier bei Coach Carter ist eine Trainings-App, wo du über 1200 Federbilder bekommst zu den einzelnen Übungen. Die kannst du nochmal anschauen. Und wenn du irgendwie weitere Übungen erklärt bekommt haben willst, dann schreib es unter die Kommentare. Wir werden darauf eingehen. Und liken, ganz wichtig, abonnieren für die nächsten Übungen, die ich mit Christian zeige, und die Alarmglocke aktivieren, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, dein Flavio Simonetti.